Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, Mama Bär. Willkommen zum 13. Rennen der Racing League Esports. Oh, mein Browser ganz öffnet auch nicht. So, heute ein bisschen früher als gewohnt, sonst 20 Uhr, heute 18:30 Uhr. Hängt damit zusammen, weil heute Abend ja der Preis der USA stattfindet. Wollen natürlich die Fahrer wohl auch alle schauen. Da hatten wir früher. Servus, André. Ja, noch stehen wir hier in der Lobby, weil noch einer der Beifahrer fehlen. André, wie geht's dir? Chat, wie geht's euch allgemein? So, Leon, vielen lieben Dank für dein Follow. Und dir auf jeden Fall viel Glück im Rennen. So, der Marvin konnte beitreten. Mama Bär, das freut mich zu hören. Ja, bei mir ist auch alles gut. Ich habe Urlaub. Jetzt die kommende Woche. Gestern Kindergeburtstag gehabt. Beziehungsweise die mittlere hatte Geburtstag. Ja, sehr gerne, Leon. Dir geht's gut. Ja, mir geht's gut. Björn, ich würde was von dir brauchen. Ja, kein Thema. Ich würde jetzt sagen, ich teile alles. Nein, alles nicht, aber schreib mir einfach, was du brauchst. Kommst du. So, ich blende euch Trailer ein. Wir sind so nur 14 Fahrer. Somit wird das erste Qualifying ja sowieso übersprungen. Wir kennen das aus den letzten gefühlten 5 Rennen. Eine Lobby voll gekriegt. Erstmal darauf ein bisschen einstimmen. Ja, André, sehr gern, kein Problem. Melde dich einfach. So, wie gesagt, 14 Fahrer im Feld, somit Qualifying 1 wird übersprungen. Das heißt, wir brauchen nur eine Zeit von einem der Fahrer. Und dann werden wir das Qualifying rein theoretisch dann auch verlassen. Sofern denn die Fahrer alle mitspielen dabei. Oh, André, das mit deinem Rücken lese ich gerade jetzt erst. Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn es um Rücken geht, würde ich niemals nur auf eine Meinung wählen. So, rein theoretisch müsste Leclerc die erste Zeit abliefern hier. So, der große Preis von Russland heute. So, also wir befinden uns im 13. Rennen. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt in der Tabelle. Ich jetzt gleich einblende. So, Leclerc mit einer 1,46,111. Natürlich ist das keine Zeit, auf die man was geben kann, weil er ist auf Intermediate jetzt unterwegs, schont natürlich Soft- und Medium-Reifen. Die werden sie im Rennen noch genügend brauchen. Scheißstrecke, ja, das glaube ich auch. Also wenn man schon sieht, dass in der Einführungsrunde der ein oder andere Fahrer einfach mal so, ne, neben der Strecke ist. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Rennen. Natürlich sehr schöne Kulisse dahinter mit Riesenrad, allem drum und dran. Rechts die Zuschauerränge, das so Corona-konform ist. So, dann mal ganz kurz jetzt. So fängt die Tour ein. Wie kann man da eigentlich mitmachen? André, es gibt einen ganz normalen Discord-Channel oder man meldet sich auf der Internetseite der Racing League Esports an. Aber über Discord geht es auch. Kann ich dir auch gerne zukommen lassen, das ist kein Thema. Und dann machen die ein kleines Aufnahmerennen oder Testrunden. Und dann wird man halt dementsprechend einsortiert in die Ligen. Du fährst schätzungsweise dann auf PC. So, dann blende ich euch jetzt mal die Tabelle. Die Xbox. Achso, eine Xbox-Liga haben wir nicht. Die ist alles nur PlayStation und PC. Da leider dieses Spiel ja auch kein Crossplay hat, was angeht. Okay. So, dann auf zur Tabelle. So, auf Platz 1 Linus mit 241 Punkten vor seinem Kollegen Axel mit 185. Von 56. Auf Platz 3 haben wir Janni mit 110 Punkten. Eine Differenz schon von 131 Punkten zu Platz 1. Dann auf der 4 haben wir Booty mit 98 Zählern. Auf der 5 haben wir Leclerc mit 76 Punkten. Auf der 6 Marcolinski 70. Dann 7 Michel mit 67 Punkten. AZ auf der 8 mit 55 Punkten. Auf der 9 Harry Kane mit 48 Punkten auf Platz. Dreamsy 48 Punkte und gleich mit Harry Kane. Anhand der Tabelle sehen wir natürlich jetzt auch, wie die Fahrer denn mitgefahren sind bzw. dabei waren. Die ersten 4 Rennen, 5 Rennen war zum Beispiel Harry Kane gar nicht dabei. Ne, die war nicht dabei, weil nur Fehler. So, die Teamtabelle wie folgt: Team Alpin mit Linus und Axel 426 Punkte vor McLaren, die mit 180 Punkte dahinter liegen. Differenz von 246 und auf der 3 die AMGs mit 121. Und dann halt Runde auf 4 Red Bull, 5 Aston Martin, 6 das Haas-Team, 7 Alpha Tauri, 8 Alfa Romeo. Auf der 9 haben wir dann die Ferrari und auf Platz Racing. Lukas Hasi 07. Moin, moin. So, jetzt bräuchte nur noch der Kollege DeathSnake zu beenden, damit wir weiterkommen. Ja, der Kollege DeathSnake übrigens eine Quali-Sperre, also der wird auch in Q2 und Q3 nicht rausfahren, beziehungsweise nur mal kurz rausfahren. Ich weiß jetzt nicht, ob er hier draußen war, wegen seinem Setup, das zu speichern. Deswegen, also nicht wundern, der wird definitiv keine Zeit abliefern. Ja, Lukas, das habe ich gesehen. Da ist mir ein Lukas gefolgt und kurz danach hier auf Twitch auf. Freut mich auf jeden Fall. So, was ist mit Kollegen DeathSnake? Ist der etwa auf Toilette? Ja, das ist korrekt, Lukas. Ich spiele ja mittlerweile eigentlich schon überwiegend mehr ETS als irgendwas anderes. Aber auch halt in ATS unterwegs, aber doch ETS sehr, oh ja, mehr, sagen wir es mal so. Wir sind da auch ganz gut aufgestellt mit einer virtuellen Spedition. Und macht schon Spaß. Der Snake. Come on. Seht, wie schnell die Jungs hier unterwegs sind. Tollen Content macht ihr. Definitiv. Achso, oh ja, Leon. Der ist weg, die Zeit wird durchlaufen. Ich vermute es auch. Ja, Lukas, ich weiß ja, wie gesagt, kannst du mir gerne auf über TikTok oder hier über Twitch per Flüsternachricht schreiben, falls du irgendwas suchst, speditionstechnisch oder so. So, wisst ihr was? Was ich jetzt hier mache, während wir jetzt hier warten auf DeathSnake, blende ich euch jetzt unsere Liga 2 ein. Die Anzeige blinkt nicht. Und läuft auch schon. Damit es nicht ganz so langweilig wird, guckt ihr euch jetzt. Guck mal, die sind schon in Q2. Wieso sind die in Q2? Sehr gute Runde von ihm. Wahnsinn. So, dann machen wir das mal wieder aus. Ja. So, Beast. Ungültig. So. Schauen wir mal, was CFC erst noch was reißen kann. So, wie gesagt, hier seht ihr gerade, ganz eingeblendet ist unsere Liga 2 der Racing League Esports. Als Kommentator ist der Cybercap unterwegs. Hat er jetzt da keinen Zwischensektor? Oh, schlechter. Schlechter als vor die Runde. Also da muss noch was kommen. Temp. Hier habe ich jetzt gleich einen Zwischensektor. In der Zwischenzeit. Wie sieht es bei ihm aus? Ja. Bei uns alle. Oh, die Nito ist aus der Session geflogen. Bitte nicht nachjoinen. 1,31. 8, 6, 7. Damit auf Platz 7. Damit hat er ja. Damit ist. Ja, Big Boy ist eh schon raus. Wer hat sich jetzt hier nach vorne gehauen? Das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Dann hört ihr überhaupt so, den, wo ist Brightshine? Der ist da. Armbreeze ist dahinter, okay. Schauen wir mal, ob Brightshine sich verbessern kann. Da wird arg gestellt. Ist ja nur noch 1 Minute 45. Also jetzt muss was kommen. CSC, du kannst abstellen, kriegst eh keine Runde mehr hin. Jo, Grüße zurück. Grüß dich Björn, Grüße zurück an Liga 1. Wir haben Q1 übersprungen, da zu wenig Fahrer. Ah, jetzt hat er die Runde versaut noch zum Schluss. Wie sieht es bei Brightshine aus? Reicht für Platz 9, gerade so. 1,31,884. Damit Vibes jetzt draußen, die sind aber auf ihrer auf ihren Outlaps hier, Toxic und Vibes, also Vibes kann sich noch zurückkämpfen. So, man glaubt es kaum. Geht weiter. Wahnsinn, dass wir das gerade erleben. In Liga 1. Schöne Grüße an euch. So, dann wollen wir mal den Ton leise machen. In 4 Sekunden weiter mit Q2. So, Leon, falls du mich hörst, könntest du mir ja vielleicht auch mal die Wetterinformationen zukommen lassen. Ob es trocken bleibt, ob es, keine Ahnung, regnet, wie auch immer. Nur wenn du kannst, alles gut, also kein Stress. Gut, dann gehen wir mal Rinaldos. Wir fahren mit Marvin mal mit. Ja, komm, wir fahren heute jetzt mal eine Runde mit Marvin mit. Der Fahrer, der vorhin Probleme hatte, in die Lobby zu kommen, beziehungsweise der keinerlei Einladung bekommen hat. Trotz FAs. Aber er ist da und wird das Beste draus machen heute. So, tolle Kameraperspektive. Auch sehr schön, das Cockpit zu sehen. Die Kameraperspektive wird im Übrigen automatisch gewechselt. Also da habe ich jetzt in dieser Ansicht keinen Einfluss drauf. So, Marvin wird der Erste sein, der uns eine Zeit liefert, sofern er sie sich nicht ungültig haut. So, Sektor 1, eine 33,510. Aktuell Bestzeit. So, Sektor 2, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, eine 1.05. Auch Purple, der Sektor. So, und die erste gelbe Flagge in Sektor 3 wird aber vermutlich sein, weil einer langsamer geworden ist, um jemanden vorbeizulassen. So, wo bleibt die Zeit stehen? 1:32.322. So, Harry Kane auch unterwegs. Der Rinaldo ist auf einer ungültigen Runde unterwegs. So, Dennis ist jetzt erst einfach Leon. Hat sich einfach auf Platz 1 geschoben. Eine 1:32.052. Aktuell erstmal auf Position 1. Für alle, die es nicht wissen, wie sich die jeweiligen Qualifyings splitten. Also es geht ja los bei Q1. Das heißt, bei 20 Fahrern wird nach Q1 aufgeteilt oder gesplittet auf 15 Fahrer. In Q2 fallen weitere 5 Fahrer raus. Somit ist dann Q3 nur noch mit 10 Fahrern im Feld und dementsprechend wie in Q3 die Positionen erfahren werden, so auch der Startgrid. So, Hurricane, eine 1:32.130 auf Platz 3. Linus 1:30.413 und Axel schiebt sich auf Platz 2 1:30.945. So, jetzt haben wir auch Janni noch bekommen 1:31.291 und Lord Dennis eine 1:32.656. So, Rinaldos Versuch Nummer 2. Eine 1:31.706, somit Platz 4 für ihn. Aktuell definitiv weiter für Q3. So, hier Dreamsy in Sektor 3 unterwegs. Auch er kommt in wenigen Sekunden. Oh, über die Ziellinie, ich sehe gerade ungültige Runde. Ja. So, Leclerc, Sektor 2 Purple. Wo bleibt die Zeit stehen für ihn? Letzte Kurve. Jetzt. Eine 1:30.516, somit Platz 2 vom Aston Martin Fahrer. So, AZ, Sektor 1, Purple. So, auch Sektor 2 Purple. Also auf jeden Fall auf einer schnellen Runde unterwegs. Und wo bleibt die Uhr stehen? 1:30.804, Platz 3. Wir kämpfen natürlich jetzt nur 3 noch ums Weiterkommen, weil DeathSnake ja die Quali-Sperre hat. Beziehungsweise, Entschuldigung, DeathSnake und auch Michel. Auch Michel hat eine Quali-Sperre. So, auch Dreamsy auf einer ungültigen Runde aktuell. So, AZ Leclerc zurück in die Box. Auch Janni wird zurück in die Box gehen. Ah, Dreamsy ist noch auf seinem Outlap gewesen. Okay. So, Lord Dennis, oh nein, Dreamsy geht jetzt auf seine Hotlap. So, wo bleibt die Zeit für Dreamsy stehen? 1,32, 7,23, somit Platz 11 für ihn. Gegen solche Fahrer hätte ich keine Chance. Macht dir nichts draus, ich auch nicht. Naja, wie gesagt, der Vorteil ist halt, dass die Ligen nach Speed sortiert sind, deswegen haben wir auch 4 Ligen. Ja. So, Axel versucht es auch nochmal auf jetzt. Oh, da bricht ihm mal was Heck leicht aus. 1,30,904, keine Verbesserung. Bleibt vorne auf Position 4. Sein Teamkollege Linus hat Session lassen. So, Marvin ist nochmal raus. Oh, der kann sich halt auch noch nicht sicher sein. Den. Ja. So, hiermit Platz 11 für Marvin. Marcolinski hat sich auf Platz 7 geschoben. Und somit Ferrari 1 raus aus U3. So, Dreamsy auch raus aus Q2, Weiß ich allerdings, ob er vielleicht DNF. Ne, er hat das Rennen beendet. So, Rinaldo ist in Sektor 1 ein Ticken schneller unterwegs. Auch in Sektor 2 macht Rinaldos 13.0 gut. Wenn er die Zeit halten kann, sind das mal locker wären 5. Ja, Platz 5 für Rinaldos. So, auch Axel hat aufgegeben. Was macht Marvin? Er hat jetzt über Ziellinie. Verbessert sich auf Platz 9. Danke für den Hinweis. So, aktuell Marvin noch mit drin. Aber auch Hurricane ist noch schnell unterwegs. Hält er die Zeit, geht er auch. Oh, könnte zumindest für Platz 10 reichen. Ach, Wahnsinn. Platz 5 für Hurricane. Somit Marvin jetzt auf Platz 10. Das heißt, wir verabschieden uns von dort Dennis, von Dreamsy, von Michel und von DeathSnake. So, wie zu erwarten, natürlich alle auf Softs. So, bis auf einen Fahrer sind alle auf der Strecke. So, Linus ist der Erste, der uns eine Zeit geben wird. Dann fahren wir mal sogar mal Onboard jetzt mit. So, auf diesem Kanal findet ihr Racing League Esports hier auf Twitch. Könnt ihr auch gerne einen Follow da lassen. André, vielen lieben Dank für den Follow in League, auf dem Twitch-Kanal, also auf der Racing League. Oh, was ist da passiert? Janni ist raus. Janni ist DNF gegangen. Eieieiei. So, die ersten Zeiten. 1.30.213 von Linus zu Axel. 1.30.668 AC. 1.30.877 Marcolinski auf Platz 4. 1.30.909 Rinaldos. 1.30.928 Hurricane 1.31.288. Dann auf der 7 haben wir Marvin 1.31.390. Einfach Leon 1.31.939, somit Platz 8. So, jetzt fehlt hier nur noch Leclerc mit einer Zeit. Mal allerdings, also ungelegt. Ich gucke damit so selten hin auf diese Karte. So schnell, wie sie alle rausgefahren sind, fahren sie auch alle wieder in die Box. Cryptix, Servus. Wunderschönen guten Abend. Ich bin live da, höre dich. Okay, ja, in Liga 2 geht das Rennen gleich erst los. Die sind bis eben auch noch Qualifying gefahren. Und ja, Rennstart müsste in 2-3 Minütchen sein bei denen. Cryptix, kann ich einen Invite haben? Kann mitfahren. Ich kann dich gerne einladen. Allerdings ist ja immer mit dem Nachjoin immer so eine Sache. Hast du mal im Discord geschrieben? Kann dich halt jetzt außerhalb des oder im Qualifying gerade nicht ändern. Warst du nicht gerade? Doch, ich war auf ihn drauf, aber wie gesagt, das war Qualifying bei denen, Bones, sorry. So, ich muss leider tanken fahren wegen der Fortbildung. Morgen, alles klar, Bones macht das. Ich hoffe ja, dass die Discord reagieren. Sonst lade ich dich ein, so spätestens nach dem Qualifying jetzt. So, AZ geht jetzt nochmal auf seine Hot Lap. Linus, Axel, im Moment Startreihe 1. Mal schauen, was AZ macht. Alle anderen stehen noch in der Box drin. Okay, Marcolinski geht auch raus. Harry Kane geht auch nochmal raus. 3 Minuten haben wir in Q3 noch. So, Dynamo kommt auch noch dazu, so mit 15 Fahrer. Cryptix auch noch mitfahren kann, starten wir mit 16 Fahrern. So, AZ Sektor 2, 2 Zehntel schneller unterwegs. Kann er seine Zeit nochmal verbessern, beziehungsweise seine Position? Eine 1:30.342. Er schiebt sich aktuell zwischen Linus und Axel. Aber nicht zu vergessen, beide natürlich noch auf ihrer Outlap. Also eine Runde fahren die beiden auf jeden Fall auch noch. Wie so manch andere. So, Marcolinski noch brauche eine Einladung. Ja, Cryptix, hat dich Janni nicht eingeladen? Ja, aktuell heute scheint irgendwas auch nicht hinzuhauen mit PSN, weil irgendwie gehen die Einladungen teilweise wohl nicht wirklich raus. So, aber Marcolinski, wie sieht es bei ihm aus? Gleich auf Start. Ziel. Ja. So, Marcolinski, das sieht Platz 4 für Marcolinski. Na, aktuell. Axel, Linus, Rinaldo, Harry Kane, Marvin. Sektor 1. Ticken schneller unterwegs. Oh, Leon auch gut unterwegs. Sektor 2. Knapp 2 Zehntel schneller. Ah, 2 Zehntel. Wenn er da noch ein bisschen mehr rausholen kann. Schade. Egal. Aber Platz 8 für einfach Leon. Oh, Leclerc hat überhaupt noch keine Zeit abgelegt. Linus. Okay, Linus kommt als erstes zu. 1:30.053. Warum zählen mir das jetzt keine Zeiten? 1:30.669. Okay. Rinaldos, es bleibt für, Platz 5 für ihn. Harry Kane. Könnte noch was gehen. Harry Kane hat Platz. Gar kein Problem. Ne, das war. So, meine Lieben, es geht in 5 Minuten los. Ganz kurze Werbeunterbrechung. Bis gleich. Alles klar, André. Vielen Dank. Dir auch eine schöne Nacht. Eine angenehme Nachtschicht. Möge die Schicht schnell rumgehen. So, pünktlich zur Einführungsrunde bin ich auch wieder am Start. Wir haben 2 Fahrer dazu bekommen, sind aktuell dann 16 Fahrer. So, die Reifenwahl. Ja genau, also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fahrer im Feld mit Mediums. Der Rest ist auf Softs unterwegs. So, Z-Dynamo, ZG und Cryptix sind nachgejoint. DeathSnake jetzt auch unterwegs. Auf der nicht rausfahren im Qualifying. Also die Michel auf der auch keine Qualify-Zeit abgeben. Ja, dann drücken wir auf jeden Fall den Fahrern mal die Daumen, dass sie alle heil durch die erste Kurve kommen. So. Bin ich in anderer Position. Na super. Hoffentlich ändert sich die Kameraperspektive noch. Wird's problematisch. So, und die Ampel geht aus. Es geht los. So, Linus kommt hier gut weg. Bleibt vorne. AC bleibt auch auf Platz 2. Aktuell. Beziehungsweise er greift schon Linus an. Nein, er zieht zurück. Auf Platz 3 Leclerc. Aber sitzt schon neben AZ und geht innen an AZ vorbei auf Platz 2 jetzt. Auf der 4 Marcolinski mit einem Platz gut gemacht. Und da dreht sich Axel. Ah, wie ärgerlich. Das war auf jeden Fall. Und da fliegen die ersten Trümmerteile. So, und das VSC ist raus. So, Cryptix 5 Plätze gewonnen. Verlierer des Ganzen. Axel und auch Rinaldos beide 8 Plätze verloren. So, und das Rennen ist wieder freigegeben. So, Janni in der Box drin. Cryptix, DeathSnake, Rinaldo und Dreamsy. 5 Fahrer in der Box drin. Linus auf Platz 1. Leclerc auf Platz 2. AZ aktuell auf der 3. Marcolinski auf der 4. Harry Kane auf der 5. Dort Dennis auch 5 Plätze gut gemacht. Michel 6 Plätze gewonnen. Dynamo sogar 7 Plätze gut gemacht. Leon ist gleich geblieben, Platz 9. So, hier der Angriff von, der versuchte Angriff von Marvin gegen Leon. Jetzt ist Marvin vorbei und bleibt auch davor und auch Axel geht vorbei. Somit Leon jetzt auf der 11, Axel wieder auf Platz 10, kämpft sich wieder nach vorne zurück. So, wir bleiben mal auf Axel. Jetzt vermutlich auch gleich Marvin schon schnappen wird. Schnellste Runde von Dinos mit 1:33,586. Zeiten Blick haben, ich probiere es zumindest. So, aktuell fällt Axel wieder ein kleines Stück zurück, aber jetzt der Angriff an Marvin. Und hier ohne Probleme geht er an dem Ferrari vorbei. So, also Axel auf Aufholjagd, um wieder nach vorne zu kommen. Janni Rückstand auf Leon 30,7 Sekunden. Hängt natürlich mit dem Boxenstopp zusammen. So, weiter hinten passiert aktuell nichts. Vorne hält es sich auch in Grenzen von den Abständen her noch. Einzigste, der hier wirklich schon wieder fährt, wie eine, na, 2,5 Sekunden hat Linus Vorsprung vor Leclerc. Leclerc wiederum 1 Sekunde vor AZ. Marcolinski mit 0,5 hinter AZ. Und dann Harry Kane 2,3 Sekunden. Safety Car DNF für DeathSnake. Ach, wie ärgerlich. So, Axel geht hier nochmal in die Box. ist... Oh, ne, geht gar nicht. Der war das erste Mal in der Box, Entschuldigung. Und auch Leon folgt ihm. So, natürlich durch diesen oder durch diese Safety-Car-Phase konnten natürlich jetzt die Fahrer, die früh in der Box waren, auch wieder aufschließen. Allerdings müssen jetzt Axel und Leon auch wieder vor ans Feld rankommen. Aber das sollte rein theoretisch möglich sein, weil das Safety-Car vermutlich noch eine Runde draußen bleiben wird. Axel ist auf jeden Fall schon wieder dran am Feld. Leon holt jetzt auch auf. Janni hat auch schon wieder 4 Sekunden Rückstand auf Leon. Oh, das Safety Car scheint reinzugehen. Nee, Safety Car geht nicht rein, bleibt noch. Es fängt an zu regnen. Ach, Wahnsinn. Oh, natürlich ärgerlich für die, die eben in der Box waren. Ja, wiederum für die, die jetzt rein sind, ein Vorteil. Oh, es scheint hier verdammt rutschig zu sein. Also AC kämpft hier mit seinen Mediums ganz schön. Ja, die Lampen sind aus beim Safety Car. Safety Car geht rein. Und jetzt wird es natürlich auch voll in der Boxengasse. Ja. Somit Linus, Leclerc wieder vorne, Marvin auf Platz 3, Rinaldos auf der 4. Oh, Entschuldigung, ich hab die. Hauptsache, ah, jetzt, Hauptsache bei denen steht überall noch Boxenstopp. So, Russland im Regen. So, wie sehen die Zeiten aus? Marcolinski 0,7 hinter Harry Kane. Dynamo, Axel 0,5. Wir bleiben mal auf Dynamo drauf. Oh nein, wir gehen hoch zu... Rinaldos? Ah, schade. Das sah jetzt danach aus, als ob Rinaldos gleich Marvin angreifen wird. Aber der Abstand wird gerade erstmal wieder ein Stückchen größer. Ja, jetzt vielleicht gleich der Angriff von Rinaldos an Marvin. Er hat es innen versucht, aber Marvin konnte sich hier noch durchsetzen und bleibt aktuell erstmal auf Platz 3. Von 27 Runden sind absolviert. Absolut schlechte Wetterbedingungen haben wir hier. Oh, hinten Axel an, vorbei an Lord Dennis. Hey. Oh, Marvin. Marvin hat seinen Platz abgegeben gegen Rinaldos. Lord Dennis So, Dennis greift hinten Axel an, aber Axel bleibt auf Platz 9. So, einfach Leon vorbei an Dreamsy und auch an Janni, bitte. Oh, das war's. Okay, Safety Car Phase, aber Janni fährt weiter. Okay, das muss man gerade jetzt nicht verstehen. Naja gut, Glück für ihn, wenn Safety Car rauskommt. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall hatte Janni jetzt dann doch Glück. Er hat Safety Car ausgelöst, kann aber weiterfahren, konnte sich einen neuen Frontflügel holen und hat jetzt auch die Möglichkeit, wieder aufzuschließen. So, mal schauen, wie lange das Safety Car draußen bleibt. Oh, Zebra, vielen lieben Dank für dein Follow. Entschuldigung. Schade. Vielen lieben Dank. Zebra Alarm 14. Herzlich willkommen im Stream. So, Janni sogar einen Platz gut gemacht. Wahrscheinlich war Cryptix in der Box drin. Ja, Cryptix 5 Stops. Einfach Leon, Dreamsy, Janni auch schon 3 Stops. Ne, Reifen. Die Strafen. Ja, Cryptix 3 Sekunden. Dynamo 8 Sekunden. Lord Dennis auch bei 8 Sekunden. Michel 5 Sekunden und Rinaldos 3 Sekunden. So, das Safety Car bleibt hier noch eine Runde draußen. Ich bin gespannt, was machen die Spitzenreiter bezüglich der Reifen. Linus wechselt auf Softs. Rinaldus ist auf Mediums gegangen. Cryptix ist auf Softs. Ja, sie wechseln so langsam alle wieder auf die trockenen Reifen zurück. Ich bin ja mal gespannt, ob denn die Strecke wirklich schon trocken genug ist. So, Lampen sind aus beim Safety Car, das heißt, das Safety Car geht jetzt dann auch wieder rein. Dynamo leider noch 17 Sekunden Rückstand auf Michel. Marvin gibt das Tempo an. So, ab jetzt darf wieder überholt werden. So, Janni hier, Platz 4. Aber natürlich jetzt, oh, Marcolinski, was ist da los? Was ist mit diesem Spiel los? Wahnsinn. Einfach Wahnsinn, was da los ist. Also Marvin auf Platz 1, Marcolinski auf der 2, Janni auf der 3, Linus auf 4, Dreamsy auf der 5, Cryptix aktuell auf Platz 6. Leclerc geht gerade vorbei an Rinaldo, wird jetzt auf Platz 7 geführt. Hier ist Cryptix vorbei an Dreamsy. Oh Mann, ist das ein Chaos hier. Und da dreht sich ein Williams. So, Janni fährt hier in die Box. Linus vorbei, wieder auf Platz 3 jetzt. Einfach mal 106 € gerade bezahlt, furchtbar. Das glaube ich dir. Auf jeden Fall. So, ich muss mal kurz hier meinen Clip. So, aktuell führt das Feld Marcolinski an, mit, oder auf in der Mitte, gefolgt von, wollte ich gerade sagen, Marvin, aber nein. Linus setzt sich hier vor Marvin. Linus natürlich ohne, Marvin natürlich ohne Chancen gegen Softreifen. Und wieder Safety Car. Wieso das jetzt? Okay, das Spiel muss ich gerade nicht verstehen. So, natürlich jetzt die Chance für Marcolinski, sich auch frische Reifen zu holen, vor allem Trockenreifen. Ohne das kann man bitte. Aber das muss man nicht verstehen. Warum setzt das Spiel eben keinen Safety Car, wo der Alpha auf dem Dach lag? Spritpreis Deluxe, jo. Definitiv. Wahnsinn, ne? Marquinhos, moin moin. Oh, weil der Clip so schön ist, sende ich ihn gleich nochmal hier rein. Oh, dritte Safety-Car-Phase. Oh ja, so. Ach ja, die liebe ich auch immer. Ja, es ist Wahnsinn. Das Schlimme ist, ich weiß nicht, warum die Safety-Car-Phase jetzt ist. Den Clip, den ich gerade reingesendet habe, da gab es nur eine gelbe Flagge für. War auch sehr interessant gewesen. Und ja, wenig später kommt auf einmal eine Safety-Car-Phase. 2 Runden danach. Wie geht's dir, Marquinhos? So, 10 Runden noch zu fahren. Safety Car geht in dieser Runde wieder rein. Linus gibt die Geschwindigkeit vor. Ab Startziel darf überholt werden. Das freut mich zu hören. Ja, mir geht's auch gut. Und Müdigkeit, ja, ist auch da, definitiv. Aber Gott sei Dank habe ich Urlaub. Also, ich gehe natürlich noch nicht ins Bett. Ja, heute mal ein bisschen früher live als sonst sonntags. Normalerweise 20 Uhr. Heute schon 18:30 Uhr begonnen wegen dem Formel-1-Rennen, was nachher im Fernsehen kommt. So, Leon auf Platz 3 heute sein Debütrennen hier in Liga 1. So, Linus kommt hier natürlich gut weg. So, Dynamo hier gegen Harry Kane. Das wird eng, aber Dynamo innen. Und da schießen sie sich ab. Oh, was ist hier los heute? So, Michel vorbei an Janni. Und sie mit Verbindungsproblemen. Zeit für ein Safety Car, ey, bloß nicht. Gar kein Fall, ey. So, aktuell führt Linus vor Leclerc, 1,2 Sekunden Vorsprung. Leon auf Platz 3. Axel, Teamkollege von Linus, derzeit noch auf Platz 4. Kommt aber hier immer näher ran an Platz 3. Strafen im vorderen Bereich haben wir keine bisher. gerade schon wieder. Dachte schon wieder eine Kollision. So, aber auch Marcolinski ist dicht an Axel dran. Also wenn Axel hier nicht aufpasst, könnte es sogar sein, dass der AMG, der McLaren vorbeigeht an dem Alpine. DRS ist jetzt verfügbar. Leon kann sich hier nochmal aus der DRS-Zone retten. Leon natürlich ohne DRS, da der Abstand zum Vordermann viel zu groß ist. Und hinten Dynamo vorbei an Harry Kane. So, Axel vorbei an Leon. Aber Leon konnte nochmal. 3 Sekunden Zeitstrafe. Ah, wie ärgerlich. Und auch Marcolinski geht vorbei an Axel. So, Axel von Platz 3 kurzzeitig wieder auf Platz 5. Sogar einen Platz minus gemacht. Marvin auf Platz 6, auch nicht weit entfernt von Axel. So, hier der Angriff von Marcolinski gegen einfach Leon. Ohne Probleme geht er hier vorbei, bleibt auch vorne. Und hinten Rinaldos. Rinaldos gegen Dynamo, Dynamo gegen Rinaldos. Jetzt wieder der Angriff Dynamo gegen Rinaldos. Rinaldos setzt sich außen durch und bleibt vorerst vor Dynamo. Oh, was ist da los? Marcolinski. Oh, hat er sich gedreht. Wie ärgerlich. So, ja, Axel wieder mit DRS. Kommt natürlich hier extrem nah an Leon ran. Michel hat die Session verlassen. Safety Car. Warum? Oh komm, Spiel, ey, das ist doch ein Witz jetzt hier. Ein absoluter Witz. Hey, Chat, kann mir das bitte einer erklären? Warum kriegen wir eine Safety-Car-Fahrt? Liegt sein Frontflügel irgendwo auf der Straße? Ja, Runde 22 von 27 haben wir nochmal eine Safety-Car-Phase. Wenn wir Glück haben, fahren wir nochmal 2 Runden ohne Safety-Car. Sage ich doch, Safety Car. Aber warum? Nur weil ein Stück Bonnflügel irgendwo liegt? Naja, so wird es nochmal spannend. Dynamo kann auch nochmal rankommen. Ja. Ja, vorhin ist hier der DeathSnake ausgeschieden. War halt gleich Safety Car Phase. Ja, AZ lag ist auf dem Dach angerutscht gekommen. Da war keine Safety Car Phase. Also, muss man nicht verstehen. Vielleicht ist auch einfach verbuggt, Lobby heute. Wer weiß das schon. Naja, wir haben jetzt noch 4 Runden gefahren. So, Lampen sind noch an. Oh. So, das Rennen ist wieder freigegeben. Auf die nächste Safety-Car-Phase. Nein, Spaß. Wir wollen es nicht hoffen. So, hier Dynamo vorbei an Dreamsy. Oh, ich bin die ganze Zeit in der falschen Kameraperspektive gewesen. Ja, Mann. Das läuft ja bei mir. Ah, egal. So, Marcolinski. Der sitzt hier neben Dreamsy und geht an Dreamsy vorbei. Vorne Leclerc an Linus dran. So, die vorletzte Runde. Kann Linus das Rennen gewinnen hier? Softreifen, 12 Runden drauf. Und hier der Angriff von Dynamo nochmal gegen Janni. Aber Janni bleibt vor ihm. Jetzt zieht Marcolinski an Dynamo vorbei. Dreamsy auf Platz 12, Michel auf der 13. So, jetzt setzt sich Linus wieder ab. Eine halbe Sekunde Vorsprung vor Leclerc. Und so, Dynamo vorbei an Marcolinski. So, DRS wird auch nochmal verfügbar in der letzten Runde. Die Chance für Leclerc. Und es fährt hier Kampflinie. Ist nicht vorbei. Harry Kane geht vorbei an Marvin. Axel vorbei an Lord Dennis. Einfach Leon auf Platz 3. Allerdings mit einer Zeitstrafe von 3 Sekunden. Okay. Sektor 1 nochmal eine gelbe Flagge. Marcolinski wieder gegen Dynamo. Vorbei an Dynamo. Und Rinaldo ist ausgeschieden. Und Leclerc ist vorbei an Linus. Herzlichen Glückwunsch an Leclerc zu Platz 1, Linus Platz 2, Axel Platz 3, Hurricane 4., Marvin 5. Bei den Reifen war es klar. Ja, es war auf jeden Fall ganz knapp, ne? Definitiv. Aber tolles Rennen trotzdem gesehen mit ein paar Bugs heute. Wir kennen es. War nicht so extrem. Aber ey, egal. Somit Russland auch erledigt. Nächsten Sonntag geht es ganz normal um 20 Uhr wieder weiter. So, hier nochmal Leclerc, Linus, Axel, Harry Kane, Marvin, Leon auf Platz 6 in seinem Debütrennen heute in Liga 1. Janni auf der 7, Marcolinski 8, Dreamsy auf der 9, Dynamo auf der 10, Lord Dennis auf 11, Michel auf der 12, Rinaldos auf der 14, Cryptix auf der 15. Cryptix auf der 14, Entschuldigung, AZ auf der 15, DeathSnake auf Platz 16. Ja, keine Ahnung, Marquinhos ist mir auch neu. Ja, meine Lieben, damit sind wir auch am Ende. Ich werde natürlich jetzt auch den Stream beenden. Ja. Warte. Schauen. Gut, so, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Für diejenigen, die heute Formel 1 im Fernsehen schauen, natürlich viel Spaß dabei. Und danke für euch fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.